Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Haul-Video. Ich habe mal wieder XXL-Wolle besorgt. Ich habe die bestellt, verlinke ich euch natürlich auch. Und wir haben die hier einmal in so einem Format, das tatsächlich gefüllt ist. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Die sieht super, super süß aus. Könnte ich mir tatsächlich auch so als Deko-Element direkt so vorstellen, wie sie hier ist. Und ich habe hier ein XXL Riesenknäuel. Ich hole mir gleich nochmal die Verpackung, dass ich nochmal genau weiß, wie viel Gramm die jeweils haben. Das hier sollte eigentlich mehr ein Rosaton sein. Ist tatsächlich ein sehr dunkles ja, es geht noch ein bisschen in die Richtung rosa. Ich würde es nicht unbedingt rot nennen, aber ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Und das hier ist einfach ein krasses, richtig schönes Blau. So, nach einer kurzen Recherche bin ich wieder hier. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt, dass da keine tatsächlichen Banderolen noch drum sind. Also, wir haben hier bei beiden als Material Polyester. Also ist keine Naturfaser, sondern wie gesagt Polyester. Hier eben mit der Füllung. Und das hier, das rote, richtig schwer übrigens, sind 500 Gramm. Das hier sind 250 Gramm. Allerdings habe ich davon auch 500 Gramm bestellt. Also davon habe ich das gleiche nochmal da. Vom Aufbau her habe ich das hier einmal, das rote kommt einmal weg. Der Farbton nennt sich übrigens dunkelrosa tatsächlich. Hier einmal so drum gebunden. Und das eben hier locker hält es zusammen als einen großen Ring, einen großen Kreis. Kann man dann natürlich doppelt nehmen, einkringeln und hier so doppelter legen. Hier nochmal zusammengebunden. Einmal schauen, ob sich das lösen lässt und dann oder ob das mit zur Wolle gehört. Ich bin auch hier gespannt, wie das tatsächlich fusselt. Ich hatte das ja schon mal als Wolle tatsächlich. Habt ihr vielleicht in der letzten Woche gesehen, wo ich auch den Schal rausgemacht habe, wo das eben extrem stark fusselt. Okay, nein, das hier sind wirklich Anfang und Ende, die zusammengebunden sind und dann in die Wolle reingehen. Die lasse ich auch einmal zu. So, also das hier einmal das Format. Hier haben wir mehrere Stränge auch liegen. Das würde ich sagen, ist ganz gut mit der 20er machbar. Ich habe hier meine 20er Nadel, die 15er deutlich zu klein schon dafür und die 25er würde ich dafür schon ein bisschen zu groß einordnen. Ich werde es aber gleich auf jeden Fall testen. Und bevor ich die blaue Wolle wirklich teste, mache ich den Basic Check natürlich auch einmal mit dieser Wolle hier. Wie gesagt, das sind 500 Gramm kompakt zusammengerollt. Wie gesagt, ich mag den Look sehr gerne. Ich würde mir das sogar so ins Regal stellen. Es hat einfach diesen kompletten Look eines Knäuels, eines Wollknäuels und das eben so ein bisschen abstrakter. So, und was haben wir hier? Wir haben hier so eine Hülle und ihr seht, das ist tatsächlich zusammengenäht und es ist gefüllt mit so einem wattigen Füllmaterial. Es ist auch ziemlich kompakt gefüllt, fasst sich so ein bisschen an wie so ein Memory-Schaumkissen. Erinnert mich auch so ein bisschen an so Squishmallows, tatsächlich auch von der Oberfläche. Und man kann da eben sehr, sehr schöne Kissen rausmachen zum Beispiel oder auch Taschen. Für Accessoires würde ich es eher weniger benutzen. Bei dem anderen muss ich nochmal gucken. Das hier tatsächlich auch ausgegeben für 25er bis 30er. Und das werde ich jetzt auch mal testen, wie sich das verhält mit der 25er. Und Leute, das ist so schon, es ist sehr, sehr, sehr kompakt. Okay, ich glaube nicht, dass das hier... Ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen das Problem mit der XXL-Wolle. Das ist die größte Häkelnadel, die ich bestellen konnte, die ich gefunden habe bisher. Und es geht. Hier, ähnliche Technik wieder. Ich mache es so, dass ich die Nadel durchschiebe. Dann nehme ich tatsächlich den Faden, lege ihn um die Nadel und ziehe es durch. Aber für mich sieht das schon tatsächlich zu eng aus, zu sehr gestaucht. Ich glaube, das Material hier würde ich wirklich eher mit den Händen verarbeiten wollen. Weil das hat so einen sehr scrunchigen, sehr zusammengepressten Look schon. Also es geht, aber ich glaube, es könnte schöner aussehen.
Es lässt sich gut verarbeiten, es rutscht sehr schön durch, sehr schöne Oberfläche und auch ein schöner Glanz dran. So, hier haben wir es nochmal. Besonders eben diese obere Reihe gefällt mir nicht so gut. Hier ist es halt sehr eng schon. Vielleicht kann ich die einfach ein bisschen größer ziehen jeweils. Also hier ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr nachziehen. Ja, also wenn ich ein bisschen versuche, bewusst lockerer zu arbeiten, wird es auch ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ich denke, die werde ich eher wirklich mit den Händen verarbeiten. Es ist auch hier, guckt mal, es ist tatsächlich schon eine Arbeit, das wirklich aufzuziehen. Man muss wirklich, jede Masche arbeitet man hier komplett einzeln. Ich wickel das auch wieder auf. Mal gucken, ob ich es genauso schön hinbekomme, wie es war. Natürlich nicht. Naja, also das wird hier dann einmal drum gewickelt. Aber Material, was mir auf jeden Fall gefällt und was ihr bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen hier nochmal sehen werdet. Sehr, sehr süß. Kommen wir zum blauen Knäuel zurück. Okay, was habe ich hier? Ich hatte ja schon gesehen, dass ich hier diese Fäden habe, die das Ganze so stabilisieren und zusammenhalten. Die sind aber auch sehr locker gebunden. Die schneide ich beide einmal weg. Dann hatte ich ja eben schon einmal den Faden hier gelöst. Den löse ich jetzt wieder. Und soweit ich eben gesehen hatte, sind das Anfang und Ende hier. So. Und jetzt wickel ich das mal hoffentlich relativ einfach zu einem XXL-Knäuel zusammen. Ich starte einfach einmal und wickel das mal auf. Und ich hoffe, dass mir das ganz gut gelingt, ohne dass es hier unnötig große Knotenprobleme drin gibt. So, das kommt einmal weg. Das war das Ende, sodass sich Ende und Anfang nicht unnötig verknoten hier. Und ich wickel jetzt mal ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder mit dem Test dieser Wolle. Weil ein bisschen anhäkeln will ich das auf jeden Fall auch. Und ich präsentiere jetzt nach ein paar Minuten mein XXL-Knäuel in Blau. Es ließ sich ein bisschen schwierig rollen. Es ist natürlich nicht das erste Knäuel, was ich jemals aufgerollt habe. Aber es ist schon sehr, sehr glattes Material. Es ist häufig so voneinander abgerutscht, also sehr wenig Grip so ineinander. Ja, und es hat tatsächlich geknistert beim Rollen. Also so leichte elektrische Spannung lag da schon in der Luft. So, ich sagte ja eben schon, die 15er ist wahrscheinlich zu klein. Ich teste sie trotzdem einmal kurz. So, hier kommt sie. Und ja, also ja, ich habe hier schon in die Wolle mit reingestochen. Das sollte auf keinen Fall passieren. Damit meine ich, dass ich hier, wenn ich die Wolle hole, drin hängen bleibe und das Ganze so aufziehe, was bei so weicher Wolle, mit weicher Wolle meine ich in dem Fall, dass sich die auseinanderziehen lässt, nicht passieren sollte. Deswegen kommt die 15er einmal direkt zur Seite. Wie gedacht, ist die hier nicht geeignet für. Ich ziehe das Ganze wieder an und starte mit der 20er. Hier läuft das Ganze sehr viel entspannter. Das macht einen sehr schönen Eindruck. Das gefällt mir, also sehr nett, auch von der Optik her sehr, sehr schön, sehr weich auch. Und ich habe hier auch nicht das Problem, dass ich die Wolle, wie ich es eben hatte, tatsächlich über die Nadel legen muss. Sie ist tatsächlich von der Stärke her noch so, dass ich sie über meine Finger laufen lassen kann. Also das geht hier sehr schön von der Hand, gefällt mir tatsächlich überraschend gut. Ich hatte eben so ein bisschen meine Zweifel, als ich es aufgerollt habe. Da dachte ich so, ob das so funktioniert. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück und häkel hier nochmal in halben Stäbchen das Ganze einfach einmal hier nach hinten wieder rüber. Auch natürlich hier ein enormer, sehr, sehr schneller Raumgewinn. Also das gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Das gefällt mir gut. Kann ich mir auch tatsächlich für Kissen sehr schön vorstellen. Hier natürlich, wie gesagt, auch nochmal die Frage, wie sehr flusst das Ganze. Das müsste ich nochmal testen.
aber macht mir gerade einen weniger flusigen Eindruck als die Wolle von letzter Woche, also die Naturfaser von letzter Woche. Eben hier das Polyester. Also bisher gefällt mir sehr gut, auch schöne Optik, schönes Maschenbild, schöner Glanz dran. Also sehr, sehr hübsch. Ich finde das Gefühl tatsächlich nicht super angenehm. Also ich würde es ungern als Schal tragen. Dafür ist es mir vom Feeling her nicht angenehm genug. Es hat sowas, ich kann es nicht so ganz genau beschreiben. Es ist nicht super weich. Es hat eher wirklich so eine, es fasst sich so ein bisschen plastikartig an. Aber so für Accessoires, für Kissen, kann ich mir das Ganze gut vorstellen. Oder auch für Taschen. So, also hier nochmal, ich hole das andere Knäuel nochmal dazu. Haben wir hier, frisch aufgerollt. Dass sich der ganze Tisch wackelt, wenn ich hier 500 Gramm drauf werfe. Also, hier wirklich sehr, sehr schwer, sehr, sehr kuschelig, sehr scrunchy auch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Ich ziehe das hier nicht da raus. Das bleibt da schön drin. So. Schön näher reinstopfen. Also, das hier sehr, sehr süß. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.